wie du ohne großen Aufwand ganz leicht einen eigenen Redaktionsplan für dein Videomarketing erstellen kannst, das erfährst du heute in diesem Video. Let's go! Mein Name ist Alex Falk, ich bin Filmemacher vom Business Film, die bewegen, und auf diesem Kanal möchte ich dir meine besten Tipps und Tricks für dein Videomarketing geben. Wenn du selbst gerade dabei bist, dein Videomarketing aufzubauen, dann abonniere diesen Kanal gerne, dann bekommst du jede Woche 3 neue Videos von meiner Seite. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann like es gern, teile es mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Frage, wenn du eine hast. Ja, kennst du das auch? Du hast irgendwie nicht so richtig den Überblick, wann du deine Videos am besten veröffentlichen solltest und verpasst irgendwie ständig irgendwelche, ja, super Trends und Möglichkeiten, Gelegenheiten, um dann auch ein Video dazu zu produzieren. Und da hilft nur eins: erstell dir einen einfachen Redaktionsplan, den du im Voraus planst. Redaktionspläne helfen dir einfach dabei, ja, so den Überblick über deine Veröffentlichungen zu behalten und dich selbst vor allem ein bisschen zu disziplinieren, da aktuell und konstant zu bleiben. Und er verhindert, dass du so wichtige oder saisonale Termine verpasst, wie Weihnachten. Ein Redaktionsplan sollte, sage ich mal, immer so für einen gewissen Zeitraum erstellt werden. Also du kannst dir das auf eine Woche planen oder auf einen Monat. Und ja, die einfachste Methode: du erstellst dir eine Word- oder eine Excel-Liste mit den einzelnen Bestandteilen, die so ein Redaktionsplan enthalten sollte. Und ich möchte dir heute mal ein bisschen so kurz aufgliedern. Nummer 1, du brauchst das Datum. Klar, sagen wir mal 24.12. Du weißt, Datum 24.12. Dann kommt drunter das Thema und der Anlass. Anlass ist dann zum Beispiel Weihnachten, weil 24.12. und das Thema ist die 5 besten Weihnachtsessen, was weiß ich. Dann musst du dir überlegen, in welchem Medium möchtest du das Ganze umsetzen und wie willst du es vor allem umsetzen. Also Medium und Umsetzung bedeutet: Medium, will ich ein Video draus machen, ein Foto, vielleicht einen Text, einen Blog, was auch immer. Und wie möchte ich das Ganze in Szene setzen? Möchte ich da ein Gewinnspiel draus machen? Möchte ich eine Umfrage draus machen oder eine ganze wöchentliche Serie vielleicht sogar? Dann brauchst du als nächstes den Titel der Veröffentlichung. Also worum geht es dann konkret, dass jeder, der da mitarbeitet, auch genau versteht, was ist denn das Thema, das bis dann und dann erarbeitet werden soll. Dann erarbeitest du dir einen Ködersatz, der eigentlich im Schlüssel nochmal sagt, worum es wirklich geht und was der Zuschauer davon hat. Ein Köder könnte sein, was weiß ich, die 5 leckersten Weihnachtsessen, von denen du nicht dick wirst. Was denkt sich jeder, wow, lecker Weihnachtsessen, ohne dick zu werden, was ist das? Da möchte ich mehr zu erfahren. Und dann schauen sich die Leute im Regelfall dieses Video nachher auch länger an, wenn du einen guten Köder entwickelt hast. Dann musst du dich entscheiden, welcher Kanal, auf welchem Kanal möchtest du dieses Video, Foto, Blog, Post, was auch immer es ist, veröffentlichen. Und als letztes solltest du dir Gedanken machen, ja, was müssen wir denn jetzt tun? Was ist denn das To-Do? Was muss ich jetzt noch tun oder meine Mitarbeiter, dass dann bis zum 24.12. dieser Post fertig ist? Ja, du solltest auf jeden Fall gucken, dass du diesen Redaktionsplan ständig aktualisierst, auch ein bisschen überwachst. Und ich weiß, es ist jetzt nicht allzu leicht, so einen Redaktionsplan zu erstellen, gerade am Anfang, aber du wirst sehr schnell reinkommen. Und das Ganze dann auch zu pflegen, es ist ein bisschen Arbeit, aber du wirst sehen, dass so ein gut organisierter Plan dir das Leben so viel leichter macht. Und in Zukunft, wenn deine Videos dann eben nicht nur wahllos gepostet und du bist endlich auf die Gegebenheiten gut vorbereitet, kann man sagen, welche Tage kommen, was gepostet werden muss, so die nächsten Tage, Wochen, und hast damit eine sehr gute Übersicht und vor allem auch eine Ruhe dann. Ja, wenn du mehr Infos zu diesem Thema brauchst, ein bisschen professionelle Hilfe dir wünscht, dann klick doch einfach mal hier unten auf diesen Link unter dem Video und freu dich, was du findest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es natürlich gern. Ich freue mich, wenn du es mit deinen Freunden teilst, und wenn du Fragen hast, stell sie mir natürlich. Ansonsten ganz wichtig, abonniere gern diesen Kanal, damit bekommst du jede Woche 3 neue Videos von meiner Seite zu deinem erfolgreichen Videomarketing. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Bleib kreativ. Dein Alex Falk.